Hallo zusammen zum Wochenhoroskop 10. bis 17. Dezember, welches ich mir zur Hälfte eigentlich schon überflüssig gemacht habe, weil ich ja bereits den Neumond besprochen habe, der kommenden Dienstag und Mittwoch gelten wird. Dienstag deswegen schon, weil wir da bereits den Mond im Zeichen Schütze haben. Und etwa zeitgleich am Mittwoch ist auch ein wichtiges Ereignis der kommenden Woche, nämlich Merkur in Steinbock wird rückläufig und bewegt sich dann allmählich Ende Dezember, am 23. Dezember findet das statt, zum Zeichen Schütze wieder zurück. Aber auch diese Merkur-Thematik habe ich in einem eigenen Video dargestellt, so dass mir für den Rest dieser Woche gar nicht mehr so viel überbleibt. Kurz etwas zum ersten Wochenende und dann zur Zeit nach dem Neumond. Am 10.11. Dezember, Sonntag, Montag, wirkt immer noch der große Drache, den ich beim letzten Wochenhoroskop dargestellt habe. Die Venus in Skorpion, die in diesem großen Drachen Jupiter gegenübersteht, die verhilft uns nun ganz besonders zu Intensität und Tiefe auf der Beziehungsebene zu kommen. Und zwar deswegen, weil wir ab Samstag, dem 9. Dezember, den Mond im Zeichen Skorpion haben und der betont hier noch einmal die emotional wirklich tiefschürfende und leidenschaftliche Kraft der Venus. In dem großen Drachen haben wir ja auch Merkur und Lilith mitgefunden, so dass dieses Wochenende durchaus noch bis hin zum Montag eine Zeit von richtig eindringlichen Gesprächen in unseren Beziehungen werden könnte. Vielleicht sogar mal Dinge wirklich zu offenbaren. Anschließend folgt dann eben der Schütze-Neumond, der uns viele neue Ideen und Impulse bringt, der uns eine richtige Aufbruchsstimmung bringt. Wie bei Neumond üblich, erstmal vielleicht nicht ganz so offensichtlich, aber das spüren wir sicherlich schon in der Tiefe, dass da neue Impulse und Ideen reifen. Nun, ich überspringe eben diesen Neumond Dienstag und Mittwoch und mache weiter am Mittwoch, 13. Dezember, wenn der Mond nun von Schütze nach Steinbock wechselt. Das ist etwa gegen 16.30 Uhr am Mittwoch, 13. Dezember, der Fall. Damit ist also am Nachmittag eigentlich die Neumondwirkung schon mal etwas kontrastiert, obwohl eine Neumondwirkung ja mindestens bis zum nächsten Vollmond nachschwingt. Nach der Aufbruchsstimmung und den optimistischen Ideen des Schütze-Neumondes gibt es nun mit Mond in Steinbock quasi einen Realitätscheck. Und dieser Steinbock-Mond trifft auch den rückläufigen Merkur in Steinbock. Vielleicht habt ihr da das Gefühl, es geht ein bisschen wenig voran, die Dinge treten eventuell auf der Stelle. Obwohl er auf der Ideenebene Neues, Schwungvolles zu Neumond geboren wurde, dann ist am Mittwoch, Donnerstag einfach mal Geduld angesagt. Die Dinge wollen im Verborgenen reifen. Und Steinbock mit Herrscher Saturn sagt uns immer wieder, die Dinge brauchen Zeit. Merkur in Steinbock und noch dazu der Rückläufige, der jetzt beginnt, der prüft in Ruhe und weist uns auf Systemfehler hin. Und das können wir durchaus brauchen. Noch mehr positive Wirkungen des rückläufigen Merkur habe ich in meinem Video dargestellt. Wir könnten diese Tage mit Mond in Steinbock und rückläufigen Merkur vielleicht nennen, also Mittwoch und Donnerstag, eine Zeit der konstruktiven Kritik. Hoffentlich konstruktiv.
Also bitte nicht übertreiben mit zu viel Selbstkritik. Bis Donnerstagmittag eröffnet sich dieser Zeitraum auch mal eben, sich mutig gewissen kritischen Fragen zu stellen und dann eventuell Dinge neu zu ordnen. Der Mond in Steinbock ordnet gerne. Anschließend, oder nein, nicht nur anschließend, sondern gleichzeitig aber, bilden der Mond und Merkur in Steinbock zusammen mit Jupiter und Lilith ein großes Erdtrigon. Lilith ja in Jungfrau, Jupiter in Stier. Alle drei Erdzeichen werden nun konstruktiv und günstig zusammengespannt. So ein großes blaues Trigon ist ja auch im Geburtshoroskop ein Talentdreieck. Also solche unterstützenden, günstigen Wirkungen bekommen wir nun gleichzeitig in dieser Phase der Überprüfung. So, dass diese Kritik und Verbesserungsphase zu recht bodenständigen, brauchbaren, günstigen Ergebnissen führen könnte. Um ein Beispiel zu nennen, da könnte jetzt so richtig Greifbares und Nachhaltiges für den Naturschutz beschlossen werden. Und das betrifft auch immer wieder unsere eigene Ebene. Wo kann ich selber nachhaltiger, effizienter im positiven Sinne etc. werden? Das Ganze hat dann auch Entwicklungspotenzial, weil ja der Jupiter dabei ist. Also hier könnten Entscheidungen, die gefällt werden, die pragmatischer Natur sind, die auch unsere materiellen Dinge betreffen, die könnten jetzt recht schön sich entfalten, entwickeln und ja eben längere Nachwirkungen zeitigen. Ab Donnerstag, und zwar dann bis zum Sonntag, dem 17. Dezember, läuft die Schützesonne in ein Quadrat zu Neptun. Zuerst auch noch in ein Trigon zum aufsteigenden Mondknoten in Widder. Damit sind jene Menschen deutlich bevorzugt, die den neptunischen Bereichen Aufmerksamkeit schenken, will sagen, die Hintergründiges, Verborgenes oder geistige Ursachen als Wirkfaktoren annehmen und beachten. Für alle puren Rationalisten und Realisten dürften das eher schwierige Tage werden, weil unvermutete Verwirrungen, Unklarheiten oder seelisch-geistige Nebelfelder das stringente Vorankommen erschweren könnten. Und Nebelfelder bringen ja quasi erst einmal auch wieder gewisse Verlangsamung mit sich. Man tappt da so ein bisschen und weiß nicht, woher kommt denn das eventuelle Störfeuer. Die Sonne und besonders hier jetzt auch die recht unternehmungslustige Schützesonne betrifft ja unsere Einsichten, aber auch unsere Willenskraft oder Organisationsfähigkeiten. Und diese können nun in Spannung zu Neptun getrübt bzw. teilweise sogar ausgehebelt sein, was allerdings dadurch ausgeglichen werden kann, dass der Mars in Schütze gleichzeitig einen günstigen Aspekt zu Chiron bildet. Chiron, der sogenannte verletzte Heiler. Also, es könnte eventuell so ausschauen, dass berufliches oder gesellschaftlich relevante Projekte ein paar Tage ein wenig hintangestellt werden müssen, weil Heilung für sich selbst oder auch Heilung für andere, das kann auch ein Spiegel dann für mich sein, in den Fokus genommen werden sollte. Dafür dürftest du mehr Energie aufwenden in diesen Tagen als für sonstiges berufliches Vorankommen. Nämlich genau auf der Heilungsebene kann jetzt mit Hilfe Neptuns besonders viel vorangehen. Zum Schluss noch zum Wochenende, 16. 17. Dezember. Wir haben jetzt einen Mond im Luftzeichen Wassermann. Und
was gar nicht so häufig ist. An diesem Wochenende sind jetzt alle vier Elemente relativ gleichmäßig vertreten vom energetischen her. Nämlich in Luft haben wir den Wassermann-Mond, in Feuer haben wir die Schütze- und Widderkräfte, im Wasser haben wir insbesondere die Venus in Skorpion, aber auch Saturn und Neptun in Fische. Und auch das Erdzeichen ist mit dem rückläufigen Steinbock-Merkur klar betont. Zusätzlich Jupiter, Uranus in Stier, ja schon monatelang. Damit können also auf allen Ebenen des Daseins Erfahrungen generiert werden. Und mit Blick auf Venus in Skorpion, diese Erfahrungen mit Intensität erfüllt werden und gelebt werden. Venus macht auch einen Aspekt zu Chiron, ein Quinkux, einen grünen Aspekt. Das heißt, die heilsamen Anstöße, die Mars in Schütze in Verbindung mit Chiron vielleicht schon gesetzt hat, die können nun noch vertieft werden. Beziehungsangelegenheiten könnten bei entsprechendem Bewusstseinsstand nun angeschaut und durchaus auch geheilt werden. Ein Quinkung, ein grüner Aspekt, erfordert allerdings auch immer wieder Zweifel und Ängste ernst zu nehmen und zu überwinden. Dann lässt sich diese Wasser-Feuer-Verbindung auch tiefgründig eben mit skorpionischer Energie nutzen. Endspurt, am Sonntagabend tritt der Mond ins Zeichen Fische ein und trifft zugleich auf Saturn in Fische, der immerhin jetzt den zweiten Grad Fische erreicht hat. Er ist noch sehr langsam. Mit dieser Mond-Saturn-Begegnung geht Verlangsamung, Aufruf zur Ruhe und Innenwendung einher. Kein guter Abend für Partys, dieser Sonntag, 17. Dezember, sondern für gemeinsame Meditationen, Einkuscheln oder für ein Ritual vielleicht. Die Aufforderung, Verborgenes ernst zu nehmen, haben wir schon gehört bei Sonne Quadrat Neptun. Diese wird nun auf die seelische Ebene ins direkt Fühlbare gehoben, sodass die eigenen Empfindsamkeiten durchaus stark zunehmen dürften. Sonntagabend und Montag entstehen damit also praktisch nutzbare Räume. Praktisch deswegen, weil wir auch Saturn in Fische dabei haben. Räume für Fantasie, Traumwelten, Musik, Malerei, Tanz, Film, Theater oder alles, was mit Wasser und Reinigung zusammenhängt. Also Sonntag, Montag bietet sich besonders für Sauna an oder Eisbaden. Das liebt Saturn in Fische. Eine schöne Advents- und Winterszeit wünscht euch euer Sternenbegleiter Martin aus Obernzell. Tschüss.